Was ist jetzt schon wieder? Ich hasse dieses Schloss. Können wir das irgendwie austauschen? Können wir, aber ich würde sagen, lass uns doch einfach eine neue Haustür einbauen. Weil das Glas ist eine Einfachverglasung, 3 mm. Die Tür ist gefühlt 20 mm dick und aus Pappe. Ja, es ist auch ziemlich zügig. Sie klemmt und zieht, ne? Hat deine Mama gesagt. Drin, es zieht im Flur ordentlich. Ich habe vor 3 oder 4 Jahren bei meinen Eltern meine neue Haustür eingebaut. Darüber gab es auch ein Video. Und die war von Fensterversand. Wollen wir deine bestellen? Aus Eiche? Eine richtig schöne? Ja gut, modern ist sie echt nicht mehr. Was modernes wäre vielleicht gut. Ja, das kommt. Auf geht's. Schließt du auf? Ja, wenn es geht. Also es geht ja ganz einfach hier. Schnellfensterversand.com und zack sind wir auf der Seite. Ich habe jetzt mal direkt, bevor du fragst, schon mal Holzhaustüren angeklickt. Bei meinen Eltern haben wir jetzt Aluminium genommen, aber du kannst natürlich auch Holz oder Kunststoff wählen. In dem Fall jetzt Holz. Premium. Wärmewert 0,93 oder Dreifachverglasung, ist halt alles inklusive oder dreifach Hakenverriegelung, genau. Rahmenform, elegant. Und die Holzart haben wir uns für Eiche entschieden. Genau, und die links nach innen öffnend. Und dann kommen wir auch schon zur Füllungsvariante. Und da gibt es echt viel Auswahl, alleine ja, schon bei Holz. Da haben wir noch ein bisschen mit meiner Mama gesprochen. Die hat sich den natürlich ausgeguckt und fand die Form Lünen ganz genau, gut. Das Lünen. Modell Lünen, richtig. Dafür haben wir uns jetzt auch entschieden. Und richtig. Dann kann man richtig viel auswählen. Genau, die Farbform nochmal eichehell. Und dann kommen wir zur Größe. Da haben wir 1050. Gesamtbreite und Gesamthöhe 2150. Genau. Genau. Also so könnt ihr dann Stück für Stück eure Haustür konfigurieren. Ob es jetzt eine Fünffachverriegelung ist, den Zylinder, die Bänder, verdeckt liegend, innenliegend, die Griffe. Genau. Ihr könnt wirklich ganz, ganz viele Sachen selber auswählen und bestimmen. Tada! So schaut dann die neue Haustür aus. Sicher verpackt in ein Holzgestell. Und bevor wir jetzt loslegen mit der Montage, prüft bitte die Breite und die Höhe nochmal. Nicht, dass es irgendwie böse Überraschungen gibt. Und prüft natürlich die Oberfläche vor Kratzer oder Dellen oder Macken. Dann können wir auch schon loslegen mit der Montage. Schlüssel rein, zack, passt das Ganze. Und natürlich die Drückergarnitur montieren. Das Ganze mit 2 Schrauben handfest ziehen. Warum, weshalb? Damit wir später dann das Türblatt von den Rahmen entfernen können. Damit wir den Boden nicht beschädigen, legen wir das Ganze mit Vlies aus. Und schon können wir unsere Tür auch quasi auspacken. Wir trennen, wie gesagt, jetzt das Türblatt von dem Rahmen. Dazu ziehen wir die Bolzen raus, insgesamt 3 Stück. Und jetzt ziehen wir zu zweit das Türblatt heraus, damit die Montage später um einiges leichter gelingt. Nun müssen wir das alte Türblatt entfernen. Das ist meistens immer nur eingehangen. Und ja, wie ihr seht, ist die alte Tür doch nicht aus Pappe. War wirklich sehr, sehr schwer, aber ich habe es doch dennoch hinbekommen. Danach kümmern wir uns um den alten Türrahmen. Der muss in den meisten Fällen rausgesägt werden. Den kriegt man nämlich so gar nicht raus in eins. Das heißt, ich säge jetzt Stück für Stück 1-2 Sägeschnitte in den Rahmen, um ihn dann im Nachhinein herauszuhebeln. Dafür verwende ich eine Säbelsäge. Es gibt für diese Säbelsäge unterschiedliche Blätter. Einmal hier unten zu sehen ein Holzblatt, also Wood. Und einmal ein Metallblatt. Das Metallblatt ist auch sehr, sehr, sehr nützlich, beispielsweise hier für die Rahmdübel, damit wir die durchsägen können und damit die Demontage von den Rahmen uns um einiges leichter fällt. Beim Raustrennen verwende ich jetzt hier mein Holzstück, denn wir wollen ja das äußerste Mauerwerk nicht beschädigen. Auch ganz, ganz hilfreich sind hier ein Kuhfuß oder hier solche Brecheisen. Übrigens, das gesamte Werkzeug, was ihr jetzt hier im Video seht, zur Montage oder Demontage, verlinke ich euch unter dem Video. Hier in dem Fall könnt ihr sehen, kann ich das Ganze schön vorsichtig heraushebeln. Und das war auch wirklich kein großes Hexenwerk, den alten Rahmen zu entfernen. Insgesamt haben wir daraus jetzt 2 Teile gemacht. Den untersten Rahmen konnten wir auch samt Schwelle ganz easy heraushebeln. Natürlich müsst ihr dabei immer vorsichtig sein, dass ihr keinen Klinker oder Außenputz beschädigt. Dann sind die Dübel stecken geblieben. Die müssen wir natürlich jetzt entfernen mit einem Winkelschleifer, denn diese Bolzen werden uns später stören zur Montage von dem Rahmen. Den bereite ich jetzt vor. Ich schraube jetzt das Gegenstück von der Dreifachverriegelung ab, denn dort setze ich meine Bohrlöcher.
meine Bohrlöcher, damit ich den Rahmen ans Mauerwerk befestigen kann. Und dafür verwende ich sogenannte Fensterschrauben. Ihr könnt natürlich unterschiedliche Systeme verwenden, beispielsweise hier einen Fensterrahmenwinkel oder Maureranker auch genannt. Den könnt ihr beliebig dübeln und am Fensterrahmen dann befestigen und dann ans Mauerwerk dübeln. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich die Tür durch den Rahmen befestige. Im Anschluss müssen wir unseren Rahmen vorbereiten. Es gibt drei verschiedene Dichtungsebenen oder Ebenen. Äußerste Dichtung ist jetzt hier ein Kompriband. Dieses Kompriband quillt mit der Zeit auf. Das heißt, die äußerste Abdichtung erfolgt mit einem Kompriband. Das kleben wir dann auf unseren Rahmen auf. Und dann können wir auch schon den Rahmen in die Öffnung hineinstellen. Das Ganze solltet ihr auch wieder zu zweit machen. Ganz, ganz vorsichtig, dass ihr keine Kratzer in den Rahmen reinhaut oder irgendwie den Putz oder das Mauerwerk beschädigt. Das geht nämlich ganz, ganz schnell. Im Anschluss verkeilen wir den Rahmen. Dazu nehmen wir übliche Holzkeile, bekommt ihr beispielsweise in dem Baumarkt. Und zum Ausrichten nehmen wir hier sogenannten Glasklötze. Diese Glasklötze gibt es auch in unterschiedlichen Stärken und damit richten wir dann unseren Blendrahmen oder Rahmen aus. Wichtig ist hierfür natürlich eine Wasserwaage. Nimmt keine kleine, nimmt sondern eine lange, 1,50 Meter oder 2 Meter, umso länger, umso besser. Und dann richtet ihr das Ganze aus. Das Ganze muss wirklich exakt in Wasser oder im Lot stehen. Und dazu sind solche Winkel wirklich ideal. Im Anschluss können wir das Ganze auch jetzt festdübeln, beziehungsweise wir bohren das Ganze vorweg mit einem 5er Steinbohrer vor und danach schrauben wir die 200er Fensterschrauben hinein. Die fressen sich quasi ins Mauerwerk hinein. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Natürlich gibt es unterschiedliche Varianten, wie ihr die Tür befestigen könnt. Das ist natürlich von Mauerwerk zu Mauerwerk unterschiedlich. Beispielsweise hier bei der Bandseite musste ich durch den Rahmen hindurch dübeln, weil ich rechts hin war Dämmung und da konnte ich die Tür natürlich nicht befestigen. Deswegen habe ich mich für diese Variante entschieden. Aber es gibt auch schöne Abdeckkappen in Eiche. Zwischendurch, ganz wichtig, prüft auch bitte immer hin und wieder, ob die Tür sich irgendwie außer Waage gerichtet hat, denn dann könnt ihr das Ganze noch korrigieren. Wenn ihr euch dann sicher seid, können wir auch loslegen mit den Dämmen, besser gesagt mit den Ausschäumen der Hohlräume zwischen Rahmen und Mauerwerk. Hier verwende ich dann einen Zwei-Komponenten- oder Ein-Komponenten-Bauschaum. Dieser hier hat sich sehr, sehr gut bewährt, finde ich persönlich. Ich verwende auch ganz, ganz gerne das Silikon. Findet ihr, wie gesagt, auch unten in der Videobeschreibung. Bevor wir aber loslegen mit den Ausschäumen, kann ich euch empfehlen, wirklich den Türrahmen und innerliegenden Teile abzukleben mit Abklebeband und auch den Boden wirklich sorgfältig auszulegen. Denn dieser PU-Schaum oder dieser Ein-Komponentenschaum oder Zwei-Komponentenschaum, je nachdem, der quillt nämlich auf. Und das unterschätzen dann viele. Sprich, er quillt dann aus den Ritzen oder Fugen heraus und dann, wenn der PU schon auf dem Boden kleckert, ja, dann habt ihr diese Sauerei, ne? Der lässt sich wirklich ganz, ganz schwer entfernen. Nach gut 1-2 Stunden können wir auch das Türblatt einhängen. Wir legen uns jetzt nochmal zwei Bretter drunter, legen dann oder stellen dann das Türblatt darauf, montieren vorweg unsere Bolzen. Dann tragen wir zu zweit das Türblatt zu den Bändern hin. Hier als Hilfsmittel, um das Ganze zu korrigieren, mit einem Kuhfuß die Höhe ein bisschen ausrichten und im Anschluss werden dann die Bänder fixiert. Rechts könnt ihr auch wunderbar den Schaum sehen, der rausgequillt ist. Ein bisschen auf der Tapete. Mal schauen, ob wir das nachher wegbekommen. Die Tür sitzt und wir haben auch alles richtig gemacht. Ihr seht, das Spaltmaß links und rechts stimmt perfekt. Falls das nicht stimmen sollte, es gibt eine Bedienungsanleitung, die zeigt dann die unterschiedlichen Bänder bzw. Einstellmöglichkeiten. Ihr habt ein bisschen einen Toleranzbereich, also ihr könnt 2-3 mm könnt ihr noch einstellen, aber das Wichtigste ist halt, dass die Tür von vornherein im Lot bzw. im Wasser eingebaut wird. Dann können wir auch schon unser Gegenpart vom Schloss einbauen, sprich das Schließstück wieder festschrauben und zack, man sieht die Bohrlöcher nicht von den Schrauben. Wirklich eine feine Sache. Im Anschluss schneiden wir auch den überschüssigen Schaum ab. Wie ihr sehen könnt, nimmt eine scharfe Cutterklinge und natürlich
hat das Abkleben sich gelohnt? Hätten wir das Ganze jetzt nicht abgeklebt, dann hätten wir wirklich eine Sauerei, besser gesagt, dann hätten wir den Rahmen der Tür wirklich versaut. So ist das wirklich ein ideales Ergebnis. Ihr könnt das Ganze jetzt in drinne, wenn ihr möchtet, versiegeln. Oder wir verwenden jetzt hier eine Abdeckleiste, die ist mit einem doppelseitigen Klebeband ausgestattet. Sprich, ihr schneidet euch die zu mit einer Lade und dementsprechend könnt ihr das Ganze in drinne schön mit einer Abdeckleiste verkleiden. Auf fensterversand.com könnt ihr natürlich alle Einzelheiten zur Montage nochmal nachlesen. Also wir sehen es jetzt hier am Punkt A. Das ist innen drinne. Das Ganze sollte dampfdicht sein. Sprich, ihr könnt das Ganze mit einer Silikonnaht versiegeln. Dann bei Punkt B, das ist quasi unser Schaum. Der dient zur Dämmung. Und Punkt C, das ist die Außenkante, beispielsweise unser Kompriband. Das könnt ihr dann im Nachhinein auch nochmal versiegeln. Das Ganze sollte dampfoffen sein. Das sind die drei wichtigen Punkte, die ihr natürlich bedenken solltet, auch bei der Schwelle. Wenn jetzt nochmal was daneben gegangen ist vom Montageschaum, es gibt einen Montagereiniger, den kann ich euch wirklich empfehlen. Damit kommt ihr ja den Überbleibsel vom Montageschaum entfernt. Und im Anschluss können wir uns auch drum kümmern, um den Versiegelungspunkt der Schwelle. Das ist ganz, ganz wichtig. Dafür verwende ich jetzt hier wieder ein Fenster- und Anschluss, Fugensilikon. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr dafür geeignet. Wir versiegeln jetzt die äußerste Naht mit Silikon, transparent in dem Fall für Anfänger. Klebt euch vorweg mit Kreppern das bisschen ab. Dann gibt es ein Fugenglattspachtel. Damit könnt ihr das übrige schüssige Silikon abziehen. Danach das Kreppern abziehen und fertig ist die Naht. Die sollte jetzt auch mindestens 12 bis 24 Stunden trocknen. Dann ist der Einbau der Haustür auch schon abgeschlossen. Prüft nochmal alle Spaltmaße. Die sollten natürlich ringsherum gleichmäßig sein. Und schaut euch diese wunderschöne Tür an. Also ich bin wirklich sehr, sehr begeistert davon. Und ich denke, Steffi auch. Gott, was hey. Für ein Gefühl. Es ist mega. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ich mega begeistert. Die Qualität, die stimmt wirklich. Also ja. Haben wir was Gutes ausgesucht. Ne? Ja, wirklich. Wir haben jetzt hier eine Dreifachverglasung drin. Eiche Hell, Premium Holz, Klasse 1A oder die Güte 1A. Dreifachverglasung, Dreifachverriegelung. Ja. Ihr könnt das Ganze natürlich aufstocken in den Konfigurator bei fensterversand.com. Genau. Ich bin sehr zufrieden. Ja, du ich auch, ne? Ich kann gar nichts, also so wirklich, gut. Es ist wirklich schon ein Unterschied, alleine die Wärmedämmung im Vorflur ist schon ein gigantischer Unterschied. Genau. Ne? Also da hat sich der Austausch gelohnt und natürlich die Arbeit. Ihr solltet ungefähr einen Tag einrechnen, das heißt einen vollen Tag, von morgens um 8, 9, mit allen Vorbereitungen abkleben und dies und das und mindestens zwei Mann. Zwei kräftige Männer oder ein kräftiger Mann. Oder hier und so wie wir hier im Paket. Also wir haben es wirklich beide zusammen gemacht und es ist gut zu schaffen. Mit so ein paar Tricks und Kniffel, die ihr im Video gesehen habt. Ne? Genau. Genau. Alle Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung, wie immer. Mhm. Auch das Werkzeug von Silikon, von Kompriband zur Säbelsäge und natürlich auch den Hersteller. Den verlinken wir auch nochmal. Und ja, herzlichen Dank. Wir verabschieden uns von euch und würden sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ja. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib auf jeden Fall einen Handwerker Daumen nach oben und gib dem Video einen Kommentar ab. Auch gerne Feedback, ne, das können wir gebrauchen, wenn irgendwas sein sollte, was wir falsch gemacht haben, denn dann hilfst du jemand anderen. Richtig. Genau. So, komm, wir gehen jetzt Kaffee trinken. Ne? Auf geht's.